Okay, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, Leute. Kastenbier ist gekauft als Belohnung. Rette mich, wer kann. Da ist sie, Sibylla. Olympias Zwillingsschwester ist eine waschechte Minotaurenjägerin. Sie hasst diese kleinen Biester und ist fest entschlossen, sie dahin zurückzuschicken, wo sie herkamen. Und jetzt fällt es mir auch erstmal auf, gell? Es hat ja auch 5 Totenköpfe. Also das ist schon echt krank gewesen, was wir da gemacht haben. So ist es ja nicht. Mit 5 Totenköpfen geht es leider auch weiter. Alter, gibt es ja noch richtig viel hier. Dragon Slayer, oh, klingt geil. Ja, machen wir es doch mal im Dutzend gefährlicher. Level Nummer 5 von Welt 5. Noch tiefer im Inneren des Vulkans. Oh nein, im Dutzend gefährlicher. Jetzt wissen wir auch, von wem die Rede ist. Nicht einfach verrecken. Wofür ist das da? Das ist doch nicht umsonst da, oder? Doch. Einfach so. Ah, doch, jetzt weiß ich, wofür es ist. Hi. Ah, okay. Jetzt, warum sollte es auch? Warum sollte es auch völlig unnütz sein? Lauf! Alter, also da oben ist aber wohl garantiert ein Geheimnis. Na, aber gar nicht mal so geil. Ja, hat sich das eigentlich nur ausgedacht. Auch hier muss ich sie wieder ablenken. Und ich muss sie nochmal ablenken. Nur für ein paar billige... Ups. Nur für ein paar Looms, aber... Na, am Ende sind wir froh, wenn wir genügend haben. Ja, dann mach ich es einfach gleich so. Das ist, denke ich, mal einfacher. Ah, hier ist wieder unser Kollege. Hier endlich mal wieder ein bisschen... zerstören diese kranken Kreaturen. Ich wollte gerade sagen, wäre doch gelacht, wenn da nicht ein Geheimnis wäre, aber ich glaube, so gemein können die gar nicht sein da, dass sie da unten irgendwas hinbauen. Vielleicht doch. Oh doch. Oh doch, und ich denke es mir noch gerade so. Ja, ja. Richtig viele Looms, wenn ich dauernd Typen töte. Hä, hatte ich die Königin nicht? Ja, ich dachte, ich hatte die Königin. Teufel ist die Königin. Nein! Alter, wie viele? Was geht denn hier ab, Mann? Etwas schneller, bitte. Genau, verreckt, bitte, alle. Kein Geheimnis. Verdammt, warum habe ich denn die Königin übersehen? Hoffentlich reicht das Loom technisch trotzdem noch. Ansonsten flippe ich ja aus. Alter, wie sollst du denn das machen? Ich sollte einfach ins Verderben stürzen lassen. Clevere Idee. Und dann ist da auch noch was. Komm schon.
Nichts. Also einfach nichts. Ach, Scheiße. Genau, putz den Boden des Palasts. Nein! Sequenz gleich neu starten. Die hätte ich gebraucht. Die Typen. Wobei ich sagen muss, ist auch schon wurscht, weil ich muss ja sowieso nochmal hin. Fuck! Ja. Tja, und dementsprechend. Was fehlt mir? Die Königin auch, um alle Looms zu kriegen. Ich kann kotzen. Das Level war jetzt aber gar nicht so schlimm. Aber wo ist die Königin? Ich dachte, wir hätten die Königin gehabt. Hatten wir sie nicht? Muss ich gleich nochmal rein. Da muss ich doch glatt nochmal rein. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wo könnte die Königin sein? Ja, dann direkt hier oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh. Bestimmt dann direkt hier am Anfang. Das ist schon fast zu offensichtlich. Arschlecken. Arschlecken, da ist sie nicht. Dann wird's durchaus interessant. Dann muss ich sie ja jetzt tatsächlich richtig finden. Dann muss ich jetzt echt die Augen offen halten. Da oben war sie ja nicht, weil da haben wir gesagt, da ist nur so eine Münze. Da ist sie. Gut, dann hatten wir sie tatsächlich nicht. Ja, es war mir schon fast irgendwie klar, dass man... dass man da weiterlaufen muss, aber man macht es halt dann gerne mal nicht. Ich glaube, da muss ich weiter rennen und dann den Sprung machen. Ja, so in etwa. Fuck. What the fuck? Es ist mega verwirrend mit dem Hoch runter. Ich check das so gut. Alter. Oh Mann, es ist mega anstrengend. Hä? Hä? Wohin? Ich kann meinen Kopf doch nicht so schief tragen. Ja, wo hätte ich denn da hin sollen? Was war denn da los? Nein, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Okay. Ja,
Ah, alles klar. Muss man natürlich aber auch erstmal sehen. Hier habe ich gerade vor lauter Kreaturen, Viechern überhaupt nicht gesehen. Ja gut, dann passt's ja. Dann passt's ja. Also so wie bei denen hier quasi. Oh, völlig unnötig, direkt mal wieder das teure Herz. Gut, dann bleibt das Herz doch noch da. Oder auch nicht. Alter, ich dachte, der arbeitet nicht. Und dann sowas. Was? Oh, ich krieg zu viel. Das ist meine letzte Folge, die ich halt aufnehme. Heute ist nicht mein Rayman-Tag. Weil das absolut... Verarschen muss ich die jetzt... Muss ich die jetzt zweimal erst natzen. Heute ist absolut nicht mein Tag. Wenn ich das jetzt trotzdem noch 100% schaffe, wäre ich sehr, sehr glücklich. Da war doch was. Da war doch was. Sollte ich vielleicht nicht vergessen, alleine weil es hier Looms gibt ohne Ende. Oh fuck. Ah! Verdammte Scheiße hier! Also auf die Typen drauf springen, außer sie sind größer. So, läuft doch schon etwas besser. Weiter geht die wilde Party. Jetzt kommt der Scheiß erstmal wieder. Scheiße, ich darf nicht vergessen, dass ich hier manchmal den Drehschlag machen muss. Boah, gib Gas! Schaffe ich das jetzt von den Looms her? Sollte eigentlich hinhauen, ne? Da war ja keins, haben wir gesagt. Da war einfach gar nichts, ja. Ja, das müsste eigentlich reichen. Oh, die sind ja schneller als ich. Die sind ja schneller als ich, die Wichser. Was soll denn das? Starke Nummer. Erstmal gar nichts tun. Oh, gib Gas! Nein! Oh, verdammt! Was ist denn jetzt los? Komm, wir schaffen es. Ich hatte 609. Wir schaffen das. Ich schaffe es auf 600 und ich schaffe damit 100%. Halleluja. Alter, das war nicht einfach. Okay, aber ich finde es schön, dass es langsam etwas anspruchsvoller wird und es sich dementsprechend auch ein bisschen zieht. So, das heißt, wir machen jetzt als nächstes noch ein Heimgesucht-Level. Damit möchte ich die Folge heute beenden. Nach dem Heimgesucht-Level. Und das machen wir in der ersten Welt. Team Z's in Trouble. Da ist nämlich hier was neu dazugekommen.
Das haben wir schon, das haben wir schon. Hier kommt noch eins dazu wahrscheinlich. Ja. Also man wird noch eine Menge Looms holen können. Beziehungsweise Kleinlinge. So, oh nee. Gott, ja, nee. Meine Lieblingsfreunde. Gott, oh Gott. Das war etwas zu früh. Boah, nein. Also das, glaube ich, wird auch wieder ein Level. Das ist nicht schön. Schaffe ich ja gar nicht. Oh, was? Oh, nö. Und das noch ein paar Mal machen? Da habe ich überhaupt gar keine Nerven für. Schon gar nicht heute an meinem Nicht-Rayman-Tag. Ja, schneller vielleicht. Ja, mit den Viechern keinen Stress. Nur ich habe wieder so gut wie gar keine Zeit, um die Kleinlinge zu retten. Stress pur. Scheiß jetzt mal drauf, das wird ja auch wohl so gehen. Ach, es ist sogar erst für danach, oder wie? Nee. Oh, komm schon. Wo ist das Ziel? War aber wohl eh zu langsam. Da war, ich habe das Ziel noch nicht mal gesehen und ich war schon bei 38. Macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Wie kann ich hier noch schneller sein? Oh. Komm schon. Diese Heimgesuchtlevel sind krank schwer. Ich meine, das ist wirklich total schwer. Ich überspringe einen gleich. Klar, wer kann, der kann, wa? Sonst Zeit gut machen soll. Kann man hier schon abkürzen. Komm schon. Oh, das da oben ist euch auch zu kurz. Nein! Fuck, scheiß Wichse! Ah!